Willkommen bei Aqua One. Heute stelle ich 10 Aquarienfische für Anfänger vor, die sich auch alle zur Haltung im obligatorischen 60 cm Aquarium eignen. Oft kommen in Internetforen und Facebook-Gruppen Fragen von Anfängern auf, was man denn im Anfänger-Aquarium schlechthin halten kann. Da kommen dann leider falsche und nicht selten abfällige Antworten, dass da kaum was möglich wäre. Das stimmt aber nicht. Natürlich ist ein 60 cm Aquarium kein Riesenpott, aber trotzdem geht da eine ganze Menge. Und niemand muss sich schämen, ein Aquarium dieser Größe zu haben. Was allerdings zu beachten ist, dass man nicht so viele Arten einsetzt. Man sollte sich auf 2 oder maximal 3 Arten beschränken. Bei der empfohlenen Gruppenstärke beziehe ich mich in diesem Video immer auf das 60 cm Aquarium. Und nun, viel Spaß! Der Guppy. Dieser Fisch muss natürlich als erstes genannt werden. Nahezu jeder Aquarianer hat ihn schon mal irgendwie gepflegt und auch Nicht-Aquarianer kennen diesen Fisch. Guppies sind recht robust, wenn man von den üblichen Guppies im Handel ausgeht. Hochzuchttiere dagegen können recht empfindlich sein. Sie sind leicht zu pflegen, fressen wirklich alles und sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Ein Manko gibt es. Guppies sind auch als Millionenfische bekannt. Sie sind lebendgebärend und extrem produktiv. So bekommt ein Weibchen alle 6 Wochen 20 bis 30 Junge. Unter sehr guten Bedingungen können es auch mehr sein, manchmal bis zu 100. Es ist daher auch möglich, und dazu rate ich auch, eine reine Männergesellschaft zu halten. Will man allerdings Junge, dann hält man mehr Weibchen als Männchen. Eine Gruppe von 10 Tieren passt da sehr gut. Der Plati. Der Plati ist ebenfalls lebendgebärend und auch sehr produktiv. Bei ihm ist es allerdings anzuraten, nur Weibchen zu halten, wenn man keine Jungtiere will, da sich Menschen untereinander nicht vertragen. Will man Junge, dann auch hier mehr Weibchen als Männchen. Platis sind ebenfalls robust und fressen alles und davon viel. Sie sind sehr gierig und deshalb vielleicht nicht mit ruhigen und scheuen Fischen zu vergesellschaften, da sie wirklich extrem gierig sind und alles fressen. Sie suchen auch den Boden nach Fressbarem ab und sind damit in gewisser Weise sogar Futterkonkurrenz für Wälse. Der Plati wird etwas größer und schwimmt auch viel. Mehr als 6 Tiere würde ich nicht in einem 60 cm Aquarium halten. Der Reisfisch. Nicht ganz so bunt, zumindest nicht im Aquarium, aber sehr agil und quirlig und damit schön anzusehen. Sie sind robust, friedlich und für einen eierlegenden Fisch sehr einfach zu züchten. Der Reisfisch, auch Medaka genannt, ist im Handel allerdings recht schwer zu bekommen. Der Reisfisch hat eine große Temperaturverträglichkeit, sodass er von März, April bis Oktober, manchmal sogar bis November draußen in Miniteichen gehalten werden kann. Dies ist beim Reisfisch sogar die bevorzugte Haltungsform, wo er seine Farbe erst richtig zeigen kann. Eine Gruppe von 10 Tieren ist ein schönes Bild. Das Futter darf nicht zu groß sein, da die Mäuler recht klein sind. Glühlichtsalmler. Dieser wunderschöne Salmler wird oft verkannt und steht völlig zu Unrecht im Schatten des Neonsalmlers. Im Zooladen sind die Tiere meist sehr blass gefärbt, weil sie dort unter Stress stehen. Unter guten Bedingungen sind sie aber wunderschön und 10 Tiere in einem 60 cm Aquarium wirklich sehr gut zu halten. Sie sind nicht so zänkig wie Neonsalmler und sehen in der Gruppe einfach toll aus. Ich bin ein großer Fan dieser Fische. Das Aquarium darf nicht zu hell sein und viele Pflanzen sind von Vorteil, auch Schwimmpflanzen. Das gilt zwar jetzt für alle Fische, aber Glühlichtsalmler profitieren sehr stark von Huminsäuren. Diese bekommt man leicht ins Aquarium mit Seemandelbaumblättern und Erlenzapfen. Das steigert ihr Wohlbefinden sehr. Diese Fische können an Futter sehr viel bewältigen, auch rote Mückenlarven verspeisen sie sehr gerne. Roter von Rio. Der Rote von Rio ist durch seine seitlich flachere Form ein anderer Anblick und sehr angenehm im Wesen. In seiner Heimat Brasilien, wo er vorzugsweise die Uferregion langsam fließender Flüsse bewohnt, steht er bereits auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Dementgegen ist er fast in jedem Aquaristikgeschäft zu finden. Er mag kleines Lebend- und Frostfutter sowie Granulat. Hier würde ich auch eine Gruppe von 10 Tieren empfehlen. Zebrabärbling. Der Zebrabärbling ist schon lange sehr beliebt. Er ist einfach zu halten und sehr robust. Mindestens 8 Tiere dieser schön gestreiften Gesellen sollte man zusammenhalten. Er ist sehr lebhaft und weiß eine schwache Strömung zu schätzen. Das Aquarium allerdings muss unbedingt abgedeckt sein, weil dieser Fisch gerne mal springt. Nicht allzu großes Futter füttern. Kardinalfisch.
Der Kardinalfisch ist ein wirklich robuster Fisch, der es gerne kühler mag. Inzwischen gibt es auch eine helle Zuchtform mit roten Flossen, die sehr nett aussieht. Kühleres Wasser, kleines Futter und viele Artgenossen und man hat einen tollen und zufriedenen Fisch. Auch hier sollte die Gruppe mindestens 10 Tiere stark sein. Perlhuhnbärbling. Diese wunderschönen Fische gibt es noch gar nicht so lange im Hobby, da sie erst 2006 in Myanmar entdeckt wurden. Sie eignen sich wunderbar für kleine Aquarien und haben ein tolles Verhalten. Auch die Zucht ist recht einfach. Eine Gruppe von 10 bis 15 Fischen macht sich wirklich gut und man hat immer etwas zu sehen. Das Aquarium muss ordentlich bepflanzt sein und viele Versteckmöglichkeiten bieten, sonst können die Fische leicht recht scheu werden. Das Futter sollte entsprechend ihrer Körpergröße recht klein sein. Weiße Mückenlarven werden aber zum Beispiel auch sehr gerne genommen. Espes Keilfleckbärbling. Diese Fische fallen einem schon von Weitem auf. Der rötlich schimmernde Körper mit dem schwarzen Keilfleck sieht einfach toll aus. Die Fische sind recht klein und so darf das Futter auch nicht allzu groß sein. 10 bis 15 Tiere würde ich empfehlen. Da kommt ihr Sozialverhalten richtig gut zur Geltung. Schön bepflanzt mit genügend Schwimmraum und man wird diesem Fisch gerecht. Diese Fischart verdient es eindeutig, mehr Beachtung zu finden. Ich mag sie sehr. Funkensalmler oder auch Feuertetra genannt. Diese sehr kleinen Salmler zeigen recht gut an, wie es ihnen geht. Im Zooladen, meist recht blass, können sie bei guter Haltung intensiv rot werden. Sie freuen sich über kleineres Futter und genügend Artgenossen. Viele Pflanzen, aber auch genug freier Schwimmraum sollte vorhanden sein. Eine Gruppe von 10 Tieren sollte es mindestens sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war nur eine Auswahl an Fischen, die man sehr gut in 60 cm Aquarien pflegen kann. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr. Vielleicht kommt deswegen in Zukunft ein zweiter Teil. Gebt mir also ein Like und ein Abo, um das auf keinen Fall zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf Aqua One.